Die Ananas ist nach der Banane die beliebteste tropische Frucht in Deutschland. Viele kaufen die Ananas in der Dose, kann man auch verstehen. Man macht die Dose auf, die Ananas ist fertig, es ist gekocht, aber es geht nichts über eine frische Ananas. Und wie die richtig aufgeschnitten wird, zeige ich euch jetzt. Gleich nach dem Intro geht's los. Als erstes oben und unten abschneiden und die Ananas hinstellen. Übrigens, eine reife Ananas erkennt ihr daran, dass sich die Blätter leicht rauszupfen lassen. Jetzt mit einem scharfen großen Messer die Rinde abschneiden. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Und was man jetzt noch nicht erwischt hat, das kann man noch im Liegen nachschneiden. Und die allerletzten Reste kann man, wenn man das so einkehrt, auch noch wegschneiden. Weil das merkt man hier auf der Zunge, das ist unangenehm. Und ich mache ja gleich ein Ananaseis davon. Das ist ein anderes Video. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, am besten gleich ein Abo machen. So, die Ananas ist jetzt sauber geschält und jetzt kommt es drauf an, was man damit vorhat. Ich zeige euch beide Varianten. Deswegen zerteile ich die Ananas hier. Wenn man nur die Stücke braucht, dann einfach hier am Strunk entlang schneiden. Ruhig großzügig, weil der Strunk ist auch unangenehm, ist faserig, verdirbt einem das Ananasvergnügen. Und die kann man jetzt in Stücke schneiden. Die verarbeite ich gleich zu Ananaseis. Um schöne Ananasscheiben zu erhalten, habe ich hier mal meinen größten Apfelausstecher hergenommen. Und da steche ich jetzt den Strunk mit aus. Und da auch ein großer Apfelausstecher zu klein ist, mache ich das in mehreren Schritten, sodass der Strunk eben auch ganz raus ist. Das Loch sollte dann hinterher schön rund sein, denn wenn man solche Ananasscheiben macht, dann hat das meistens einen Grund. Die sollen ja dann auch dekorativ sein. Und deswegen steche ich das hier auch ziemlich rund raus. Und davon lassen sich jetzt ganz wunderbare Scheiben schneiden. Da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Und solche Scheiben kriegt man in der Dose nicht. Ein weiterer wichtiger Aspekt, warum ich immer frische Ananas bevorzuge gegenüber Dosenware: die Ananas hat ja neben anderen wertvollen Inhaltsstoffen eben auch sehr viel Vitamin C. Und wenn man das in Dosen kauft, die sind ja gekocht, dann ist das Vitamin C kaputt. Vitamin C ist bei über 42 Grad, wird das vernichtet. Und von daher gesehen ist auch, wenn man eine heiße Zitrone trinkt gegen Erkältung, da ist nicht sehr zielführend. Einige wissenswerte Fakten über die Ananas schreibe ich euch in die Infobox. Zum Schluss noch ein kleiner Trick: wenn ihr eine reife Ananas habt, sind die Blätter natürlich nicht mehr so schön grün. Dann einfach mit einer Schere die braunen Stellen wegschneiden, hier oben spitz schneiden. So, und dann kann man die auch noch zur Deko verwenden. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Tipp geben. Wenn es so ist, wäre es schön. Wenn euch diese kleine Anleitung gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage wie immer tschüss, bis zum nächsten Video.